Hallo, guten Tag. Ich heiße Laura. Ich komme aus Amerika ursprünglich, also hoffentlich mache ich nicht zu viele Deutschfehler in diesem Bericht. Ich möchte erzählen von meinen Erfahrungen mit dem Instant Change Method. Ich habe die Fragestellung oder die Problemstellung gehabt, dass ich es nicht sehr einfach finde, mich im Mittelpunkt von meinem Leben zu stellen. Wenn ich Projekte habe, kann ich sie immer gut durchführen, bis jemand in meiner Familie zu mir kommt mit einem Problem oder ein Freund oder Freundin kommt mit einem Problem und dann fange ich an, diese Menschen zu unterstützen und zu helfen und finde weniger und weniger Zeit für mich und für meine Projekte. Und wenn ich im Mittelpunkt stehe, fällt es mir schwer, das für gut zu finden. Also mir ist es regelrecht peinlich, wenn ich zu viel Aufmerksamkeit bekomme. Das Schöne an dieser Instant Change Methode ist, dass man natürlich viele andere kleinere Sachen oder größere Sachen mit hineinnehmen kann, wenn man die Behandlung, Entschuldigung, die Anwendung macht. Und das ist auch, was wir gemacht haben. Aber ich würde sagen, die Kernpunkte waren eben wirklich das, dass ich mich auf mich fokussiere, auf meine eigene Selbstliebe und auf meine Schwerpunkte, dass die Dinge, die ich für mich mache, dass ich die so gut es geht an erste Stelle stelle. Ich habe ein paar interessante Erfahrungen gemacht während den Anwendungen. Zwischen den zweiten und dritten hatte ich einen Tag, wo ich wirklich sehr glücklich mich gefühlt habe. Ich würde sagen, wirklich fast überschwänglich. Es war dann teilweise auch ein bisschen schwierig für mich, mich zu konzentrieren und meinen Alltag zu erledigen. Nach der dritten Behandlung hat das ein Stück nachgelassen, so dass es alles ein bisschen ausgeglichener war. Die letzte Behandlung, Entschuldigung, die letzte Anwendung, ich sage immer Behandlung statt Anwendung, war Dienstag, den 16. März. Also jetzt kann ich ein bisschen berichten von meiner Erfahrung danach. Ich merke, während den Anwendungen in dieser Zeit war es natürlich viel leichter für mich, meine Vorsätze sozusagen wirklich auszuführen. Also es war eine Art Coaching, was auch mitgekommen ist mit diesen Instant Change Method und eine Art Energiearbeit, sodass die Frau Martina, die mich behandelt hat, mir auch Vorschläge gegeben hat darüber, was ich für mich machen kann, wie ich an mich denken kann und so weiter. Und also während diese Zeit, wo diese Anwendungen stattgefunden haben, ging das dann sehr gut. Jetzt merke ich, dass das ein Stück nachlässt, dass ich mich immer wieder ein Stück anstrengen muss, um das eben zu machen. Aber das Gute für mich ist wirklich, dass ich wirklich verschiedene Ideen mitbekommen habe, wie ich das wieder anstellen kann, wie ich wieder an mich denken kann, wie ich das wieder umsetzen kann in meinem Leben. Und natürlich, da das mein Problem ist, ist es doch klar, dass es nicht sofort hundertprozentig alles klappen wird. Was ich einfach merke, ist, dass es immer wieder geht, dass ich immer wieder daran denke, mich mehr im Mittelpunkt zu stellen, die Sachen zu erledigen für mich, die ich wirklich erledigen möchte, kein schlechtes Gewissen zu haben anderen Menschen gegenüber und ich habe auch dann wirklich sogar mehr Energie für diese anderen Menschen. Und ich muss mich nicht unbedingt abgrenzen, ich muss nur sagen, Moment mal. Du hast dir gesagt, du wolltest diese Dinge für dich machen, machst du die und dann kannst du dich die anderen Sachen dann auch ein Stück widmen. Und das funktioniert wirklich für mich sehr gut. Also insofern würde ich sagen, dass diese Instant Change Methode für mich eine sehr positive Erfahrung war. Ja, ich habe noch Arbeit vor mir, aber ich merke, dass ich das wirklich mit etwas mehr Zuversicht auch machen kann. Und würde wahrscheinlich irgendwann mal in der Zukunft auch wieder eine Anwendung buchen. Vielen Dank, ich hoffe, das hat ein Stück geholfen.